So sah die Welt vor 200 Millionen Jahren aus. Keine Handys, keine Elektrizität und nicht einmal andere Menschen. Könntest du in dieser neuen Welt überleben? Könnte man einen Dinosaurier als Haustier halten? Was? Es gibt Dinosaurier? Okay, jetzt klingt es interessant. Hier ist Was wäre wenn? Und das hätte passieren können, wenn du vor 200 Millionen Jahren gelebt hättest. Die Welt war während der späten Triaszeit ganz anders als heute. Einer der bemerkenswertesten Unterschiede ist dieser hier. Pangea, ein Superkontinent, der unsere heutigen Kontinente vereinte. Australien ist im Süden, Nordamerika im Nordwesten und Eurasien im Osten, alle miteinander verbunden. Wäre zwar weit gewesen, aber man hätte von Kalifornien nach Paris spazieren können. Nur Hollywoods Walk of Fame oder den Eiffelturm konnte man nicht sehen. Die gab es damals noch nicht. Aber was würde man sehen? Wenn du durch Pangea reisen würdest, würden dir als erstes die vielen Dinosaurier auffallen, die da rumlaufen. Vor Dinosauriern wie dem Dilong, der nur 11 Kilogramm wog, müsstest du dir keine Sorgen machen. Er stellt keine große Bedrohung dar. Aber hüte dich vor dem 12 Meter großen Melanorosaurus, für den du ein leckerer Snack wärst. Wissenschaftler gehen davon aus, die späte Trias-Periode war die Geburtsstunde der Dinosaurier. Sie waren überall und in allen Größen zu finden. Du würdest auch andere, dir unbekannte, abgefahrene Kreaturen sehen. Vielleicht würden dich auch einige an heutige Tiere erinnern. Diese als Drepanosaurus bekannte Spezies mit ihrer Reptilienhaut und dem buckligen Rücken könnte einer der ersten Varianten eines Vogels sein. Vor 50 Millionen Jahren war das Trias-Zeitalter für die Evolution unglaublich wichtig. Eine Zeit, in der es nicht viel Konkurrenz zwischen den Arten gab, da kurze Zeit vorher 70% der Lebewesen auf der Erde durch ein Massensterben ausgelöscht wurden. Zu dieser Zeit konnten sich viele Tierarten entwickeln, da sie sich nicht ständig vor Raubtieren in Acht nehmen mussten. Je weiter man ins Landesinnere von Pangea vordringt, umso stärker verändert sich das Wetter. An den Rändern des Superkontinents gab es üppige Wälder und grünes Gras. Im Landesinneren sah das ganz anders aus. Forscher vermuten, der Großteil von Pangea war eine wüstenartige Einöde. Das lag an der Größe der Landmasse. Kühlere Luft des Ozeans konnte das Innere nicht erreichen und es abkühlen. Apropos der Ozean, bekannt als Panthalassa, umgab ganz Pangea und bedeckte 70% der Erdoberfläche. Dieser Ozean war extrem lebensfeindlich. Er konnte mühelos Superhurricanes und Monsune erzeugen und aufgrund der enormen Größe konnten sie genug Kraft entwickeln, um Pangea verheerend zu treffen. Vor 200 Millionen Jahren begann sich Pangea zu teilen. Bleibst du noch ein paar Millionen Jahre länger in der Jurazeit, könntest du die Zeit der Dinos in ihrer vollen Blüte erleben. T-Rex, Brachiosaurus, Stegosaurus. Was wäre, wenn sie heute noch leben würden? Nun, das ist ein anderes. Was wäre, wenn?